Moin Moin, ihr Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere euch von True Farming 2 Side Story und ja, die Geschichte vom Rehbachhof. Mit dabei ist weiterhin der Mattes Aufteile als Benjamin, Sali. Olaf Richter alias Stefan Heide Servus, hi. und der Simon Kramer alias Christian. Servus. So, ihr habt die hitzige Debatte gerade noch mitbekommen. Ihr wisst, ne, sind heiße Themen, das Ort brodelt so ein bisschen. Es gibt letztendlich zwei gegen einen, also der Herr Hase und meine Wenigkeit sind ja eher so auf diesem Bio-Trip. Und der Herr Pech macht ja eher so ein bisschen mehr fürs Ort, also noch mehr fürs Ort und einfacher. Bin mal gespannt, was es gibt. So ein bisschen im Wahlkampf werden wir schon betreiben. Den einen oder anderen, den ich noch sehe, dann werde ich noch ein bisschen bequatschen. Mal gucken. Ihr seid soweit noch bei euren Feldarbeitern, ne? Ja, so. Ja. Sehr gut. Jo. Ist korrekt. Das passt doch. Schön. Ich schau mal kurz am Anfang, ich frage mal nach wegen dem Güllefass. Dann würde ich uns mir den Vorführer nachher holen und dann mal eben mir das Ganze mal angucken, ob es das für uns ist. Und nicht erschrecken, wenn plötzlich so ein Güllefass vor der Haustür steht. Ich fände es cool. Ja, das wird schon. Ja, stimmt, das fällt ja her. Aber der vom Transportunternehmen ist auch nicht ganz klein, oder? Warum, was hat er gemacht? Er auf dem Hinweg kam mir entgegengeschossen, fährt fast vom Baum mit zum LKW, weil er fährt ihn besenkt, jetzt kommt er schon wieder angefangen, irre. Und dann seine Geschichte mit Mehlbude, Leerräume, ja, was hat das damit zu tun? Also der Herr Hase will ja nur das Unternehmen stärken, dass das nicht mehr dazu kommt, dass die Klamotten da also rumstehen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut eigentlich. Nee, ist doch in Ordnung. Na, andererseits muss ich ihm da auch recht geben, wenn er keinen Auftrag hat, der kann ja nicht irgendwo das Zeug holen. Oder? Nee, das stimmt. Nein, deswegen gebe ich ihm voll und ganz recht. Also da hat er. Aber da weiß ich, dass damals war der Guido, nicht der Guido, der. Aber hieß der nochmal hier, der nach Fichtal gegangen ist, da, der Händler. Kalle, oder meinst du den Rosenberg? Ja, den Rosenberg meine ich, genau. Der hat ja, glaube ich, die Zuckerfabrik hier übernommen. Ja, oder? Die hat er, glaube ich, noch. Aber ja, wir kaufen ab und zu. Wir kaufen da ab und zu Zucker Fall für. Mal mitgekriegt, so. Oh, sorry. Da habe ich auf jeden Fall mal mitgekriegt, dass der gesagt hat, wenn er voll ist, dann wegholen. Und da steht immer steht da der Zucker. Ja, ich glaube, er braucht wirklich dann die Aufträge dafür. Ich glaube, ohne den geht es dann, glaube ich, gar nicht. Nee. Schauen wir mal. Naja, müssen ihn selber wissen, ne? Ich wollte gerade sagen. Schlussendlich muss ja nur das geklärt sein, wer zahlt den Transport. Ja. Das ist das unterm Strich das, was der Transportunternehmer braucht. Kohle für den Transport. Ich bin ja im Landtag, ja? Bis gleich. Ja. Bis gleich. Ciao. Hab ich gefragt. Tag, Jan. Hallo. Moin. Guido, wir haben Landhandelverbot. Warum? Nein. Nein, so einer ist Guido nicht, das weiß ich wohl. Wir sind ja Ehrenmänner. Guido, hast du das Güllefass vielleicht da, was wir als Vorführer uns mal anschauen durften? Ja, hier, das hier, ne? Oh ja, das könnte sein. Hat das Fan bestellt. Jo. Ja, schön. Das heißt, das ist der Vorführer, ja. Hast du zu welchem noch einen Traktor, den ich mal leihen könnte? Oder seid ihr ausgebucht mit allem? Wir sind momentan ausgebucht. Also ich musste alles verkaufen. wir haben noch den McCormick. Ach gut. Kannst du den dann noch verkaufen fahren? Wir haben ja nur die zwei Traktoren, mit den einen fährt gerade der Gunter weg und den McCormick. Ja, wenn du brauchst, sonst hole ich meine, ich ist kein Problem. Ja, ich brauche den leider wirklich. Nee, ist kein Problem. Da hole ich meine ich eben und dann. Deswegen. Dann würde ich mich einmal testen und wenn es so ist, dann komme ich vorbei und dann bezahlen wir es logischerweise auch. Jetzt, ja. Es sei denn, es funktioniert gar nicht bei uns, dann natürlich. Gülle oder Geres, da hast du? Ja, habe ich da. Ah, okay, alles klar. Unsere Tiere sind mal fleißig am Rumöl. Nee, okay. Wie war es halt so von der Bürgermeistergeschichte? War eigentlich nur eine witzige, eine coole Debatte, oder? War eine coole Debatte, ja. Ich meine, ich kann den Standpunkt gut verstehen. Mit den Produktionen, da hast du mich auch ein bisschen mitgekriegt, weil es trifft uns ja auch ein bisschen, weil wir die größten Ackerflächen hier haben und wir machen ja nicht nur Gras. Ne? Siehst du, wir verkaufen euch ja allen möglichen Krams. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Also die bei uns am Hof, meine Jungs, die haben mich auch ein bisschen blöd angeguckt mit Bio. Also. Ja, was... Wie kamst du denn auf den Bio-Trichter? Ja, wir sind ja gerade dabei. Wir haben ja mit dem Bürgermeister damals gesprochen. Wir wollten ja eigentlich jetzt unsere Kühe hier umstrukturieren. Ich meine, den Auftrag hast du ja mit dem, du musst mit dem Transporter noch sprechen. Die wollten ja die Kühe umfahren. Ja. Wir wollten ja eigentlich auf diese Bio-Kuhschiene, also teils gehen. Die vom Kreiderer, die bleiben Bio. Die sind schon Bio, weil der füttert die eh nur mit Gras und ohne, der macht ja alles mit Striegel und so weiter. Ja. Ihr wollt die Kühe umfahren?
Ja, nicht umformen, aber quasi auf. Umformen? Ja, wir haben ja den Aussiedlerhof. Da sollen quasi all unsere Milchkühe rein, die wir aktuell im Hof haben, weil die sind nicht bio, weil die kriegen ihr Futter von gespritzten Feldern alles. Ich dachte umfahren, jo. Nee, umfahren nicht. Umtransportieren, umbetten. Umbetten. Ja, die kommen ans Strandhaus. Und bei uns am Hof sollen halt nur Fleischkühe rein. Okay. Und die wollen wir halt komplett auf Bio hochziehen, weil Biofleisch kriegst du natürlich einen halben Kohle für. Und da sind wir jetzt gerade dabei, uns das Ganze wieder zu gucken. Nur wir haben jetzt, das sind alles noch so Anfangsmomente. Wir wollen natürlich gucken, was kostet Bio, sagt. Gut, ich weiß nicht, wie ihr da aufgestellt seid. Kannst da mal in den Büchern gucken, was sowas kosten würde, weil, wie gesagt, es ist natürlich teurer. Wenn ich natürlich jetzt hier bei euch das sage, was ich für 8, 9 Euro kriege, die 1000 Liter und muss nachher 2,5 bezahlen. Ja, das für uns wäre der Bio auch natürlich gut, weil wir würden natürlich auch mehr Geld verdienen. Richtig. Aber, ja. Ja, aber letztendlich geht es ja darum, wenn ich das Feld fertig habe, verkaufe ich meinen Bio-Weizen dann so, kann ich den so teurer verkaufen, um das wieder reinzuholen. Wir sind ja auch noch in den Kinderschuhen, was das anbelangt. Rehbach weiß es selber, ja. Ne, wie unsere Väter immer alle waren, so wie es ist, so bleibt es. Ne? Du musst ja deinen Vater wirklich irgendwann mal gucken, dass du den mit dem Mutti mal irgendwo abschiebst, dass er ein bisschen wegkommt, damit du mal deinen eigenen Ziegen machen kannst. Wie so mit Hermann, ich habe ja Hermann ja auch nach Fichtal abgegeben, seitdem kann ich ein bisschen mehr schalten und walten bei uns am Hof. Mhm. Ne? Und deswegen, der weiß ja noch gar nichts von, bin mal gespannt, was er dazu sagt. Da müssen wir mal gucken, aber deswegen, es ist alles noch Kinderschule. Ich finde, die Idee fand ich jetzt nicht schlecht, aber was die Bürger dazu sagen, ich weiß es nicht. Also du kennst ja einen Dörfler, ne? Wir wollen uns nicht vermalen. Alles liebe Menschen und Kind vom Dorf ist was Feines, aber wir haben ja auch unsere Engstirnigkeit. Ja. Frag mal Kalle, sagt dem mal, er soll nicht mehr mit dem und dem Fahrzeug übers Feld fahren. Der macht ja. Der Ding endgültig zu. Ja, das stimmt, ja. Du weißt ja noch, Guido, was war mit den Eichern, ne? Ja, das stimmt, ja. Das ist wohl wahr, ja. Der brennt dich ab. Ja, ja. Deswegen, also da müssen wir auf jeden Fall. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich fand die. Dein größter Vorteil ist halt, ne, du hast mit der HH zusammen, wir sind ja fast auf einer Ebene. Du stichst da ein bisschen raus. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Ja, schauen wir mal. Ich werde von den anderen mal abklappern, mal gucken, wie der so zum Thema Bio steht, aber mal schauen. Ja. Vielleicht sind es halt die, von denen man es halt nicht denkt, dass sie Bürgermeister werden, sogar dann die richtigen Bürgermeister. Ne? Entscheiden soll das Dorf. Ich meine, die sollen ja wissen, was sie möchten. Dorf, ja, und letztendlich, wir sind eine Demokratie, wenn die Mehrheit sagt, die möchten jetzt den Hase haben, dann ist es halt so. Bin ich halt auch nicht Fan von, weil, wie gesagt, der kennt den Ort gar nicht. Er hat es als Argument angebracht, dass es positiv wäre, dass er. Er hat uns letztendlich Korruption unterstellt. Das heißt letztendlich, er arbeitet hier bei euch im Agro-Center, aber sagt dann letztendlich, er wird ja niemanden Vorteil zuspielen lassen. Also, das ist ja auch Quatsch. Und ich würde es auch nicht tun. Was bringt mir das, wenn ich jetzt meine Höfe dann voll Pulver mit Kohle? Das fällt doch volle Kanne auf. Das ist ja Quatsch. Sicher fällt das auf. So, und Vetternwirtschaft, ja. Wie willst du das machen? Ich muss weiterhin bei euch das Saatgut kaufen und möchte es weiterhin bei euch kaufen? Also, ist ja Quatsch. Also in so einem kleinen Dorf, wo wir gerade sind, Vetternwirtschaft zu betreiben, das wäre, glaube ich, direkt das Stich in Herz, ganz zu machen, wieder das Ding. Ja. Also, das dauert einen Skatabend, dann weiß der ganze Ort, wenn ich sage, hier, Pech, komm hier, kriegst du mal 10% mehr Subventionen für dein Saatgut, weil, ne, so ein Typ, das... Weil wir so gut Skat zusammen spielen, das wird sofort auffallen. Also da wäre hier die Hölle am Brennen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, also das wollen wir auch gar nicht. Es soll fair zugehen, aber ich glaube, dass Herr Haas euch mit die schlechteste Chance hat, weil die kennst du ja, Dörfer, die mögen ja alle unsere Alteingesessenen hier. Ja. Aber seine Argumentationsstrang war jetzt nicht so verkehrt, muss man mal sagen. Oh, wir gucken mal. Ja, letztendlich müssen die Bürger entscheiden. Genau. Das ist entscheidend. Dafür haben wir jetzt mit Demokratie. Genau. Gut, dann fahre ich mal los, hol mal eben meinen Traktor und dann nehme ich es gerade weg und sobald ich damit durch bin, sage ich dir Bescheid und dann machen wir zum Kaufort auch fertig, ne? Ja. Aber ich glaube, ja, es wird wahrscheinlich auch wieder auskaufen. Ja. Alles klar, Guido, dann würde ich sagen, ja, dir noch einen schönen Tag und dann hören und sehen wir uns. Machen wir so. Alles klar, Guido. Alles klar. David, ciao. Alles klar, you ciao. Secret. Blase oder Biofleisch, es muss schlussendlich und zum Konsumenten kommen, oder? Ja. Haben wir einen Traktor am Hof, ja, ne? Der Steuer müsste noch stehen, ne? Ja, ich glaube schon. Ich bin mit Bollex Traktor unterwegs. Mit dem Fiat, ne? Mit dem Fiat unterwegs. Gut. Ah, ich hoffe, der Traktor ist der Steuer. Ich muss ja noch zum Hof kriegen, das Ding. Ich war gerade beim Guido hier, beziehungsweise auch gesprochen gerade wegen der ganzen Bürgermeister-Thematik. Also, er klingt auch recht zuversichtlich. Also, weil er meint halt auch so ein bisschen,
dass er quasi letztendlich andere Meinungen und Themen hat als der Herr Hase und ich. Also von daher, ich bin mal gespannt. Ich habe ihm auch gesagt, dass das, wir hier absolut unvoreingenommen sind. Ich habe euch ja auch gesagt, nur weil ich mich jetzt ja habe aufstellen lassen, ne, müsst ihr mich nicht wählen. Ihr solltet das wählen, was ihr für richtig haltet. Und da will ich auch nichts so wissen. Was soll ja auch vernünftig ablaufen. Ich will euch auch nicht beeinflussen in keinster Weise. Also falls euch Guido anspricht, sagt ihm eure Meinung, wie ihr seht und denkt, ne, weil es soll ja auch fair zugehen. Ja. Aber ich glaube, der Herr Hase hat die schlechtesten Chancen, weil wir sind alles Dörfler hier. So. Ja. Da werden lieber Leute aus dem Ort genommen als Neulinge. Ja gut, das ist leider so. Ja. Gott sei Dank, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, das sage ich auch immer. Die 26 darf ich dünnen, ne? Ja, das ist unterfällt. Das wird, glaube ich, gerade drüber, ne? Nur die 23. Ja. Oder? Genau, wenn es oben rechts nicht, da ich hole jetzt das Güllefass ab und dann fangen wir da an, das Ganze aus. Ich bin jetzt bei der Mehlbude dran. Also unten sollte Stroh weg sein. Mhm. Und jetzt bin ich bei der Mehlbude da dran und hol das noch runter. Ob ja, das sollte jetzt auch noch ein Anhänger vielleicht sein. Ja, also perfekt. Ich hab jetzt den sechsten Anhänger, also sieben vielleicht. Ja, okay. Dann können wir dann ja heute und morgen abrechnen. Solange noch liquide ist der Mann. Ah, oh, das wird ein spannender Wahlkampf, glaube ich. Mal kleine Steine, die walzen wir nachher wieder ein, oder? Ja, alles gut. Sonst müssen wir mich auf der 26 auch noch mit dem Steinesammler drüber. Letztendlich ist es ja im Prinzip scheißegal, wer was für eine Meinung vertritt. Du musst halt nur gut verkaufen an die anderen. Ja, du musst sie halt treffen mit eurer Meinung. Ich sag ja, genau. Bio ist auch nicht jeder sein Ding. Also. Weil wir sind ja noch in Kinderschulen, zumindest wir hier im Ort. Ich meine, ich kenne uns keinen, der hier auf Bio machen wollen würde. Dementsprechend ist es ja noch alles ein Erfahrungswert. Deswegen, ich muss mal ein bisschen einlesen, weil ich meine, wie gesagt, wir waren es ab. Ich will auch nicht euch jetzt beeinflussen mit meiner Argumentation hier. Das bringt ja nichts. Das soll ja alles klappen und vernünftig sein. Wie gesagt, es gibt ja für jedes Thema ein Für und Wider. Richtig. Und entscheidet die breite Masse. Nicht ich, nicht ihr, sondern der Ort an sich. Ich wollte gerade sagen, unsere 4-5 Stimmen vom Hof ist ja nicht das Dorf. Nein. Aber ich fand interessant, dass das Lohnunternehmen so ruhig war. Ich meine, Stefan ist ja eigentlich mal gerne, der mal auch mal imbrünftig was sagt, aber der war ja wirklich. Ja, der hat ja. Ich weiß nicht, ob der mitgekriegt hat, Franz ein bisschen weit weg, aber ich habe das so mitgekriegt, wie er gesagt hat, ich sag mal besser nichts, sonst flippe ich hier gleich auf. Ja, das habe ich mitbekommen. Weil ich weiß, letztens. Ich hatte so die ein oder andere Abneigung von den Kandidaten. Ne? Ja, ich weiß, dass er mit dem Van Beuten nicht klarkam, weil der letztes Mal in der Sitzung ja ganz trocken sagte, das Erste, was er machen will, sind Feuerfahrzeuge wegrationalisieren, weil die wohl zu groß wäre, die Feuerwehr. Ich mir auch denke, puh. Weiß ich nicht. Aber dann spart man an den falschen Ecken. Das glaube ich auch. Also, wenn da was passiert und was so Schlimmes passiert, dann heißt es, warum wurde das gemacht? Ja, richtig. Und ich sage immer so, was? Safety first, wa? Ja, nochmal, das bringt uns alles Geld der Welt, wenn wir nicht gesund sind, beziehungsweise wenn uns bei der kleinsten Gefahr vielleicht der ganze Hof wegbrennt oder so, weil wir dann noch ein Feuerwehrfahrzeug haben und warten müssen, bis aus den anderen Gemeinden was ankommt. Ich meine, nee, also da bin ich ganz bei Stefan. Ja, ich glaube, ich rufe den mal an und frage mal, was da los war. Bis gleich. Ja, bis gleich. Dir. Ja, der letzte Monat war natürlich auch wieder sehr voll, ne? Aber warte mal gerade Telefon. Unternehmer aus Reber, Stefan, ich bin nochmal parat, was kann ich für Sie tun? Hier ist der kommende Bürgermeister. Nehmen Sie nieder. Na, Stefan, gut erstmal. Du, was war denn los mit dir? Du warst ja so richtig salty, heißt das ja, glaube ich, Neudeutsch, ne? Sagt die Jugend immer. Ja, ich habe mich zurückgehalten, bevor ich nachher ausfallend werde. Wegen dem Van Beuten oder wegen wen? Hä? Wegen dem Van Beuten oder? Ach, vor dem habe ich gar keine Angst. Was denn hier schon wieder los? Der vom Transportunternehmen, der ist auch nicht ganz klar im Kopf, oder? Ist der auch nicht. Jetzt hat er die ganze Mehl hier vor die Tür vom Landhandel gestellt. Ist der denn komplett daneben? Das ist ein schönes Sagen, aus dem Vollpfosten. Der kam mir gerade entgegengefahren, fast vom Baum geknallt mit dem LKW. Ich weiß nicht, was mit dem schiefgelaufen ist. Dem gehört der Führerschein abgenommen. Ja, definitiv. Ohne Flachs.
Ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil was Thema Vollwagen geht, bin ich dann halt sehr hochgefahren beim letzten Mal, wie du ja schon weißt. Und da muss ich sagen, bei uns am Hof, allen, die da sind, haben dasselbe gesagt wie ich, wir können an allen Ecken sparen, aber nicht an der Sicherheit. Ich meine, ja, richtig. Vielleicht haben wir das eine oder andere Fahrzeug, also nicht zu viel, aber haben ist besser als brauchen. Ich habe schon gesagt, richtig. Was bringt mir das, wenn ich nachher da stehe und meine Scheune brennt und ihr müsst erst aus den Nachbarortschaften Fahrzeuge anfordern, die dann vielleicht, lass sie 10 Minuten zu spät kommen und dann ist wenn meine Tiere alle kaputt, mein Hof in Arsch. Ja. Und dann bin ich gerne bereit, lieber eine Feuerwehrsteuer noch zu bezahlen. Das wäre mir egal. Das, also ich meine, ich bin nicht aktiv in der Feuerwehr, davon ganz ab, aber wenn man euch braucht, dann weiß ich, dann kommen auch Leute, die das machen können und mit euren Übungen und so und ihr so macht. Zum müssen wir mal Feuerwehr festmachen, Stefan. Ich helfe euch da wohl. Ja, ich hatte ja mal im Internet geguckt, ob ich irgendwo so eine Kirmes finde oder so. Mhm. Aber bis jetzt nicht großartig was gefunden, weißt du? Ja, sollten wir sagen, sonst organisiere ich ein paar alte Traktoren und machen vielleicht nur einen Traktortreff bei euch da vor ja, einer Feuerwehr. Ja, ne? Haben wir ja schon mal so ein... überlegt. Aber wie gesagt, ich will halt mal so eine richtige Kirmes hier in ja, Moment, Reberhafen. Gunnar, was ist los? Kannst du mal irgendwie die Paletten wegschieben? Ich habe leider keine Paletten gehabt. Ich stehe jetzt selber. Ich weiß nicht, was das Transportunternehmen wieder. Deswegen meinte ich schieben. Schieben. Ich kann es versuchen, auf deine Verantwortung. Ja, so ganz unten am Holz schieben, nicht oben an dem Mehlpäckchen schieben. Macht da ist Guido schon. Du, Stefan, ich leg mal eben auf, ja? Ja, alles klar. Ich muss dann rüber. Jo. Jo. Wieder abholen und verkaufen fahren? Nö. Guido, was ist denn hier los? Ah, ich bin hier gerade am Telefonieren, da war hier der Transportunternehmer. Der Wahnsinnige. Der ist angepisst wegen den Hase. Hase. Jetzt hat er wie die Scheiße hingeplatzt. Aber ich geb dir so, wenn er in 10 Minuten das nicht schafft, eine Palette, dann ruhig ich's ab. Ja, okay. Ne? Ja. Gut, alles klar, danke. Ja. Ciao. Okay, soll ich's wegschieben? Was soll ein Hase machen? Der ist angepisst, weil du irgendwas gesagt hast wegen das Transportunternehmen. Ja, weil der nie da ist, habe ich gesagt, ich würde da arbeiten, damit das wieder läuft. Nichts verstanden. Wirklich nicht. Hase hat wirklich nur gesagt, er will in das, wie übrigens von Bonner investieren, er will mit Manpower ihm helfen, dass das nicht mehr vorkommt. Das ist ja positiv gemeint. Er hat in keinster Weise gesagt, wir schmeißen dich raus, wir ersetzen dich. Er wollte also, Hilfe anbieten. Ich habe es auch positiv gemeint. Ja, mit Manpower also. Ich hab ihn gerade angerufen, aber der hat mich richtig angepumpt am Telefon. Richtig, was ist? Und sowas alles. Ich denke, was geht denn jetzt hier ab? Der kann mir auch. Ich habe ihn eben bei der Versammlung aber auch gar nicht erkannt, weil ich ihn schon so lange nicht mehr gesehen habe. Was ist jetzt hier los? Kann man hier nichts mehr. Ja, doch, der Sigi versucht jetzt die Dinge einfach geradeaus in den Wald zu schieben und dann kommen wir da wieder vorbei. Lass mich einfach stehen. Auf deine Verantwortung. Ja, und nachher geht er euch noch an die Karre, weil das Mehl kaputt ist. Nee, das ist ja nicht kaputt schieben. Das ist ja mein Mehl. Er muss nur vorsichtig sein. Ich muss mal ganz kurz telefonieren, bin gleich wieder da. Weiter, ja, sehr gut. Wäre da nicht eine Gabel besser? Ja, ich habe keine dabei. Die Gabel ist im Landhandel. Landhandel, ja. Warum steht da eigentlich dieses Streufahrzeug? Das wächst schon langsam ein hier in dem Busch. Da steht schon eine Weile länger, Guido? So wie das aussieht. Siehst du, Guido? Wir haben unten den... Das sind ja sogar 4. Miniatur. Ja. Oh, das passt mit den Reifen. Und jetzt einfach gerade neben den Weg. Dann kommen wir wieder durch. Wo meinst du? Also mit ein bisschen Mut kommt man hier schon durch hier vorne. Jetzt. Der Transportunternehmer kommt, passt auf. Oh, der ja. Verrückte kommt. Vorsicht. Wo kommt der denn her? Der fährt fast die LKWs kaputt, so wie es ausschaut. Und bei Kalibers über die Wiese. Ei. Oh, der hat gerade eine LKW gerammt. Das stimmt mit dem nicht. Wir wissen es nicht. Also mit dem sollte man mal ein psychologisches Gutachten machen. Ne? Ja. Mindestens eins. Was ist denn hier los?
Ja, das wusste man noch nicht so genau. Nee, das weiß er selber nicht so genau. Ja, zumindest kommen wir jetzt erstmal wieder rein. Ja. Das hat auch immer Vorteile, ja. Oh, also das ist, wenn Leute nichts verstehen, ne? Terror hier unten, Wahnsinn. Also hier am Landgang geht echt die Luzifer ab, du. Es ist ja wie ein kleiner Kindergarten hier. Der Transportheini, ey, der schmeißt die Mehl, das Mehl dahin. Ich weiß nicht, was das soll. Mit der Aussage, weil der Hase ihn so blöd angemacht hat auf der Sitzung. Wo hat er denn blöd angemacht? Er hat noch Hilfe angeboten. Er hat doch gesagt, wenn er gewählt wird, dann kriegt er Unterstützung. Ja. Er hat doch in keinster Weise gesagt, er will ihn wegrationieren oder ihn der ja, wollte mir helfen. Aber das ist doch dann ein Problem zwischen den Zweien und nicht... Ja, aber der hat sich verstanden. Warum müssen wir als Bauern dann drunter leiden jetzt? Ja, von aus der Landhang, ich meine letztendlich, er hat mir Hilfe angeboten. Er hat gesagt, wenn er Bürgermeister wird, würde das Transportunternehmen stärken. Er will ihn sich schlechter machen oder was wegnehmen oder was der Geil, er wollte es stärken. Ja. Ja, manche Leute hören nur die Hälfte, ja. Ja, die hören nur das, was sie wollen. Ja. Ja, richtig. Das ist eine Sache, ey. In der Optik oder liegt hier immer noch Stroh? Ich was? Bin dran. Aber ja. Freunde, damit wir am Ende der Folge kommen, wenn es euch gefallen ist, gleich nicht vergessen, schaut uns links vorbei, guckt bei Schirmer vorbei, guckt bei Freezy und bei McDonalds vorbei, wäre natürlich sehr cool. Und in diesem Sinne sagt der Rewachhof, tschüss und schau bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.